Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir die sechste Arena bestritten und zum Glück erfolgreich abgeschlossen, ohne ein einziges Pokémon zu verlieren. Auch wenn es teilweise schon sehr knapp geworden ist. Heute gehen wir weiter in der Story. Und ja, was kann ich groß zu sagen? Vielleicht finden wir ein paar neue Pokémon für die... Wer kriegt das mal? Vielleicht kriegen wir ein paar neue Pokémon für die Backup-Box. Nee, das ist nicht hier drin. Hier ist es, ne? So, Günther kriegt mal EP-Teiler. Na dann, hier waren wir ja bereits. Oh, was ich vergessen hatte. Wir sehen uns gleich wieder. Denn was wir noch zu tun haben, hier in Metaross City, neben dem Pokémon Center in diesem Haus. Das habe ich jetzt bereits gemacht. Dieser Typ hier gibt einem Zerschneider. Ich gucke jetzt mal, ob das irgendeins meiner Pokémon hoffentlich lernen kann von der Box. VM-Sklave halt. Ratet mal, welcher VM-Sklave es nicht lernen kann. Uff, das ist jetzt natürlich schon belastend. Formio wird das auch nicht können, sehr sicher. Deswegen muss ich es einem Teammitglied beibringen. Ja doch. Quick Attack kommt raus. So. Dann sind wir damit auch soweit und können zurück zu Fortree City. Nach, nicht zu. Meins Deutsch gut. Und wieder Tyrann ins Team nehmen. Das ist halt der Vorteil daran, dass es jetzt ein Team-Pokémon hat, dann kann ich auch alle aus dem Team mitnehmen. Dafür habe ich halt weniger Attacken frei eben zum Nutzen. Naja. So, dann würde ich sagen, das hier ist jetzt halt sehr sinnvoll, weil hier... Warum muss man hier so viele hinmachen? Um hier ein Sonderbonbon zu verstecken. Ich würde sagen, schadet nicht zu benutzen. Also, hier mal auf Volko. Amnesie ist natürlich, aber für einen Nuzlocke. Da ist halt immer die Frage, inwiefern man überhaupt Zeit hat, das zu benutzen. Und das hier wäre auch der einzige Angriff, den ich rausnehmen könnte, muss man halt sagen. Ich nehme es mal nicht. Vielleicht entscheide ich mich noch... Okay, dazu muss ich dann halt... Wenn ich einen Attackenerlerner finde, entscheide ich mich vielleicht nochmal um. Aber bis dahin... Bleibt sie auf jeden Fall so. Aufs Kamerateam habe ich keinen Bock. Punkt. So, jetzt können wir auch von hier aus weitergehen. Und es beginnt wieder zu regnen. Moin, moin. Ja, ich habe sogar gerade ein Pokémon vorne. Das ist ziemlich gut gegen Flug. Bloß bezweifle ich, dass du Flug hast. Oder hat das Ding Flugtypen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gucken wir doch mal nach. Ja, hat es. Der Test war jetzt nötig. Dem Ladybug geht's gut. Ach Kacke, was war das? Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Bodengift oder sowas. Deswegen gehe ich auf Günther.
Also ich bin mir sogar sehr sicher, was für ein Mann es ist. Ich kenne nur den deutschen Namen nicht. An dich habe ich gedacht. Nur eben keine Ahnung, wie es heißt. Ja, Quick Attack schön, aber im Regen mein Surfer, der wird dich one-shotten. Das war kein Problem. Bin aus Versehen rausgezappt. Ja. Ich hoffe, dauert es auch nicht so lang bis zu einer neuen Route. An zweiter Stelle ist Bulbi, genau. Hier gibt es offensichtlich gleich zwei Doppelkämpfe. Und ja, ich hab mehr als nur einen verschiedenen Typen im Team, sag ich mal. So, zwei Pokémon und zwar, okay, Zubiris ist halt immer so eine Sache. Ich muss sagen, ich denke, es ist besser, hier nicht drin zu bleiben. Machen wir mal den. Die Gegner sind sehr auf einem Level wie ich. Oh, es one-hittet sogar. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Sonst wäre ich drin geblieben. Und das Ding benutzt nicht mal eine Käferattacke. Oh, Kacke. Jetzt kann es Donnerblitz. Das heißt, ich sollte es besser ausschalten, bevor es dazu kommt, Fragezeichen-Man anzugreifen. Hä? Warum hat Donnerblitz keine Wirkung? Das verstehe ich gerade nicht. Ich meine, selbst wenn es irgendwie meinen Typen angenommen hätte oder so. Es gibt doch nichts, auf das Donnerblitz keine Wirkung hat. Ich bin gerade verwirrt. Ja, das wichtigste Item für jede Nuzlocke, der Beleber. Moin. Nächster Doppelkampf. So, mal hoffen, dass ihr beiden genauso wenig drauf habt. Vier Pokémon. Ja, wahrscheinlich. Die haben ein bisschen mehr drauf. Aber nur ein bisschen. Okay, ich weiß. Es ist zwar sehr riskant und irgendwie auch nicht realistisch, dass das Dragoran One-Hit ist, aber ich denke auch, es dürfte nicht gerade stark genug sein, um hier irgendwas von mir wirklich direkt, ja, zu One-Hitten. Vor allem, wenn das Sandan weg ist. Und dass das stirbt, war doch schon relativ eindeutig. Ach, Günther kriegt... Jetzt ist Günther ein 31er. Boah, das Ding habe ich ehrlich gesagt absolut... Also, ich weiß, was für ein Typ es hat. Jetzt so ist es nicht, aber... Ein Delegator! Ich mach mal so. Okay, das macht nichts. Ich merke physischer Angriff auf Blitzer. Doppelkick kommt bald. Ich hab doch nicht groß geschaltet. Jo! Das Ding wollte Donnerblitzen, aber ich habe einen Volt-Absorber. So und so. Das denke ich reicht. Außer ich unterschätze gerade die Spezialverteidigung. Ja, das reicht. Damit ist der erste der beiden Gegner schon mal weg. Und hoffentlich auch das Teil. Aber irgendwie ja nicht.
Dieser scheiß Delegator will nicht weg. Jetzt ist er aber ja wohl raus. Ja. Das wird aber wieder nicht reichen. Okay. Soweit ich weiß, hat der Delegator irgendwie auch entweder die, irgendwie, ich glaube, 50% der Leben des Pokémon oder so. Und bei dem Damage, den das gemacht hat, heißt das nichts. Ja, weg ist es jetzt trotzdem. So. Günther kriegt schön Erfahrung. Und Girafarig wird nix reißen. Kriegt auch schon mal hier Rasierblatt rein. Wow, schöner Crit. Schön. Machen wir es ganz einfach so. Ich benutze jetzt Giftpuder, weil ich weiß nicht, ob die AP noch abgezogen werden. Giftpuder benutzt eh kein Mensch so oft, dass die 35 AP leer gehen. So. Hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber wirklich Schaden genommen hat keiner. Moin. Ja. Und wen hat das jetzt interessiert? Oh, warte, muss ich hier sogar... Oder geht's nach unten weiter? Ich wollte gerade sagen, muss ich hier jetzt sogar Zerschneider haben? Naja. Zeit für voll den krassen Trainer. Ich bin begeistert. Der ist so stark. Hier, Fragezeichen, man, der kriegt gleich mal einen EP-Teiler. Warum glaube ich, dass Megasauger nicht so viel Damage macht? Wow! Ganze 2 HP! Ich glaube, mein Angriff wird etwas mehr Schaden machen. Ja, das waren mehr als 2 HP. Das war keine Herausforderung. Weg mit dem Baum. Wow. Ist jetzt nicht so, als würde ich die jemals benutzen, aber... Ich bin ja immer noch auf derselben Route die ganze Zeit, ne? Ja, das ist hier überall dieselbe Route. Hier unten geht's in eine neue Route über. Das heißt, mit Pokémon fangen ist hier nichts. Ach. Schwalboss. Bisschen Free XP. So, ganz einfach. Und der Typ aus 2,5 Kilometern. Er will gucken, ob meine Pokémon fit sind. Mach nur, mach nur. Oh, ganze 3. Oha, Kanimani. Hätt auch was jetzt einfach mit Günther reinzugehen. Ich brauche mal wieder AP auf meinem Donnerblitz. Ich benutze den so oft. Ich wechsle gleich eh mal das... Vorne stehende Pokémon. Steckdose macht einen krassen Job, das ist klar. Aber irgendwie ein bisschen zu krass, oder nicht? Ich hab keine Ahnung, was das Ding ist übrigens. Ich hoffe einfach nicht gerade Pflanze oder so. Ja, okay. Du bist jetzt so oder so keine wirkliche Bedrohung. So. Im Regen noch der Surfer, das überlebst. Oh. Günther bleibt drin. Gegen das letzte, leicht stärkere Pokémon.
im Vergleich zu den... Oh nein, ich bin blöd. Jetzt ist ja der Regen weg. Jetzt ist ja der Regen weg. Ah, mies. Aber Surfer wird trotzdem noch sehr guten Schaden machen. Als ob! Wow. Und das Ding benutzt Silberblick. Die mit Abstand stärkste Attacke im Spiel. Warum glaube ich... Der Typ hat eine fucking Top-Genesung. Mal im Ernst, ich glaube, das hätte nicht mal gereicht. Aber dieser Typ hat eine Top-Genesung. Wirklich! Jawohl! Raus mit dem Ding! Raus mit die Viecher! Schön, Erfahrung ohne Ende. Na dann. Ja, meine Pokémon sind krass. Dann würde ich sagen, 2 Schritte. Und zwar einmal... Ach komm. Nein, nicht zerschneiden. Seit wann geht das? Seit wann kann man hohes Gras zerschneiden? 5000 IQ? Dann... Hier, ich habe noch normale Tränke. Wirklich ernsthaft benutzend tue ich die ja eh nicht mehr. Deswegen hier nimmt man ein bisschen hier. Und was ich auch noch machen wollte... Hier komm, ich arbeite jetzt mal auf deine Entwicklung hin. So. Hier liegt ein Nugget. Yay, Nugget! Wirkt nicht so, als gäb's hier noch so viel Wichtiges. Ich geh mal weiter. Und die Sonne beginnt wieder zu scheinen. Und ich bekämpfe mal hier diesen komischen Typen da. What the fuck? Oh, 3. Ein Schwein. Ist das Ding Psychotyp? Testen wir es mal. Ja. Ist es. Ich sollte trotzdem auf Flügelschlag gehen. Ja, die Sache ist halt wirklich die. Inzwischen ist es relativ eindeutig, wenn nochmal jemand im Team durch wen anders ersetzt wird. Ist es Fragezeichen, man? Hier hau mal den Kack weg. Wenn er genau jetzt hätte ich's benutzen können, aber komm. Nebula kriegst du ja wohl hin. Wenn das Ding dir jetzt ernsthaft Probleme macht, dann bestätigt sich nur meine Aussage, ja. Mein Team ist stark, Fragezeichen Man hier ist auch nicht schwach, aber der Fakt ist, er ist das schwächste Teammitglied. Auch wenn er mein Starter war. Oh, ein Crit. Das war's dann mal wieder komplett. Bulby kriegt ein Level. Okay, im Moment ist Bulby noch auf einem sehr ähnlichen... Oh! Lel, das ist ja schon 32 und nicht 36. Ich wollte gerade sagen, im Moment ist Bulby vielleicht noch auf einem ähnlichen Level, aber sobald es sich entwickelt, nicht mehr.
Fragezeichen, Man. Glückwunsch, du hast dich gerade offiziell selber zum schlechtesten Teammitglied degradiert. Das ist natürlich hohes IQ. Hoher IQ, Alter. Ich habe offensichtlich auch ein hohes IQ. Ja. Dann hier. Ja. Du hältst nichts, weil du was kriegen sollst. Dann benutze ich mal mein neu entwickeltes Bisaflor. Und gönn mir ein Item. Hypertrank. Ich bin immer noch auf Route 120, ne? Ja, aber nicht mehr lange. Ich denke, den 121er Encounter kriegen wir heute schon auch noch. So. Hier sind sehr viele Beeren, aber Fakt ist und bleibt, ich benutze die sowieso nicht. Hier scheint kein unsichtbares Item zu sein, kein Bock, einen Detektor zu benutzen. Oh. Also ich habe mir zwar gedacht, das sieht komisch aus, aber dieses Mal bin ich wirklich überrascht, dass es ein Ninja war, weil ich gar nicht wusste, dass die sich auch so tarnen können. Dich habe ich vorhin doch erst bekämpft. Ah, schade, dass meine Attacken beide physisch sind. Uff. Das macht ja gar nichts. Das ist schon besser. Und kannst du vielleicht mal aufhören, meine Genauigkeit zu senken? Ja. Digga, das ist auch Ironie. Wenn er mit einer Attacke verfehlt, die dient, um die Genauigkeit zu senken. Den Crit hättest du vorhin bekommen können, oder nicht? Ja, ich würde einfach mal sagen. Stimmt, hätte vielleicht eher Fragezeichen mehr machen sollen. Naja, aber Vulko hat heute noch gar keinen Auftritt bekommen. Machen wir einfach mal komplett unnötig übertrieben. Das Ding ist schneller! Wirklich! Dafür stirbst du. Jedenfalls war mir relativ klar, dass es das nicht überlebt. Ja, viel Erfahrung ist das jetzt nicht gerade. Und er ist komplett easy. Eine Hundemon. Da habe ich mal gar keinen Bock drauf, das zu bekämpfen. Hier regnet's wieder. Moin, der Wanderer wieder am Start. Hier sollen angeblich Ruinen irgendwo sein. Und ja, die sind hier. Hier kann man später ein legendäres Pokémon fangen. Wassereistyp. Okay, der Regen. Die Wasserattacken sind nicht das Gefährliche. Wie viel Damage kann ich denn so machen? Ja, okay, das ist genug. Oh Gott! Das tankst du, oder? Hä? Easy! Also ich hatte jetzt einen Moment lange Sorge, dass Bulbi das nicht überlebt, aber das war ja mal gar nichts. Aber Erfahrung gibt's ganz okay. Und Lord Ecke, der auch noch vom Regen genervt ist. Kommt, jetzt kommt das Matchup, das wir alle sehen wollen. Günther in einer leicht stärkeren Form mit Wetterboost gegen Lord Ecke. Alter, das ist schon schön, dass ich hier so ein Matchup kriege. Davon erstmal ein Screenshot.
Sowas ist in der Randomizer immer toll. Die beiden Pokémon, die Hauptcharaktere meiner... Okay, an sich sind sie noch die Hauptcharaktere meiner Fanfiction-Reihe. Auch wenn man sagen muss, Lord Ecke hat wirklich in der zweiten und dritten Geschichte ist er komplett. Günther ist in der zweiten nur zur Hälfte da, in der dritten auch komplett, ne? Also, naja. Kann man sich jetzt drüber streiten, aber offiziell ist Günther noch das Haupt-Pokémon der Reihe und Lord Ecke auf jeden Fall auch so ziemlich mit eins der wichtigsten. Hat das Ding noch gar keinen Wassertypen oder was? Sehr. Alter, war der schlecht. Schlechte Witze sind die besten Witze. Hier erscheint dann die Höhle, genau da. Im Moment haben wir hier eben noch nichts. Und ich würde sagen, ich hau mal kurz. Hier noch von den letzten Tränken. Einmal hier. Und einmal hier. So, jetzt mal wieder im Vollspeed zurück. Und besseres Wetter. Du kämpfst auch, oder? Nein. Die gibt mir jetzt einfach eine Beere, obwohl ich ihr widersprochen habe. Das ist eine seltene Beere. Und wir erreichen Route 121. Das heißt, wir werden heute, das letzte, was heute neben diesem Doppelkampf noch kommt, ist der Encounter dieser Route, den wir uns noch abholen werden. Hoffentlich was Schönes. Vielleicht ein bisschen besser als auf der letzten Route. Wer das nicht gesehen hat, Fifien. Da habe ich mich geweigert, es zu fangen. Okay, so. Da würde ich mal sagen, du haust einfach ein Rasierblatt raus, trifft ja eh beide und du donnerblitzt das. Wie heißt es auf Deutsch? Tentaras Weiterentwicklung. Tentoxa. Ich bin schlau. Fragezeichen Man snackt sich heftig erfahren. Wow! Wir stehen hier dem stärksten Pokémon im Spiel gegenüber. Was? Ich hab gedacht, das ist ein Kader, der kriegt ein Viertel seiner Leben weg oder so. Ich war mir so sicher, dass das nicht stirbt. Das war... Ich hätte so darauf gewettet. Wow. Leute, diese Gegner sind zu krass für mich. Wie soll ich denn... Ich mach jetzt einfach den, da hab keinen Bock, Donnerblitz zu verschwenden. Reicht vermutlich jetzt trotzdem. Ja. Ihr seid schon traurig, wie kacke Sonnenkern ist. Ihr seid schon extrem, wie kacke das ist. So, du überlebst nicht mehr, das wird's gewesen sein. Hä? Als ob das jetzt so wenig macht. Aber das wird töten. Rasiert! Aminek! Boah, die Erfahrungspunkte lohnen sich richtig. Na dann, die beiden haben verloren. Und jetzt ist es Zeit für den Encounter dieser Route und gleichzeitig das Letzte, was wir in der heutigen Folge machen. Hofft mit mir zusammen ein würdiges Mitglied für die Teammitglied für die Backup-Box zu bekommen. Los geht's. Ich guck weg, es ist soweit, ich guck weg.
den Ruf, der sagt mir nix. Komm schon! Was soll denn das? Was soll denn das? Tschüss! Geh baden! Ich will dich nicht! Okay, dieser Encounter ist nicht das Letzte, was wir heute machen. Ich will jetzt nämlich wissen, was ich sonst noch hätte bekommen können. Okay, hätte ich vermutlich gefangen, wäre mir aber auch nicht unbedingt lieb gewesen. Dich hatten wir gerade schon. Das war nicht der Plan, aber dann eben so. Yo, nimm halt noch mehr Damage, Fragezeichen, mehr NOP. Dich hatten wir schon. Sag mal, gibt's hier nur zwei Pokémon? Wow! Okay, auf dieser Route konnte ich anscheinend nichts Gutes bekommen. Wenn das gekommen wäre, hätte ich so weit losgemusst. Nachdem ich mich auf der letzten Route über meinen Fifthian-Encounter beschwert habe, wenn ich hier ein Mac-9 gehabt hätte. Uff. Das wäre das Beste von dieser Route gewesen. Punkt. Das hätte ich mir auch gegönnt. Ah, lasst uns hoffen, dass wir noch an anderen Orten vielleicht gute Pokémon bekommen werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.